Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 168 Dosis Sola Veneum Facit. Nach dem erlebten Tagtraumzauber fand sich Severus nun nicht mehr in seinem Jugendzimmer. Er saß auch nicht mehr auf seinem Bett neben Hermine, sondern stattdessen neben seinem Hund, der sich in der halben Stunde so breit gemacht hatte, dass seine Hinterpfote auf Severus' Oberschenkel lag. Harry schnarchte. Severus hingegen seufzte. Jetzt konnte er nicht mehr leugnen, dass Hermine vollends die Rolle von Lily eingenommen hatte. Das hätte er Harry gegenüber sogar schon einmal zugegeben, doch Lily war für ihn weit mehr gewesen als nur eine Freundin. Er bezweifelte, dass seine hoffentlich kurzzeitige Verwirrung Perspektiven hätte. Verdammt, dachte er. Doch trotzdem ließ er sich von seinem eigenen Tagtraum erweichen. Eines Tages seiner Mutter die Freundin vorzustellen, war ein großer Wunsch von ihm gewesen. Sein Vater war zum Glück nicht in der halben Stunde vorgekommen. Früher hatte er sich viele Gedanken darüber gemacht, mit welchen Erklärungen er den Zustand seines Vaters verharmlosen könnte, wenn der wieder einmal im Delirium auf der Couch eingeschlafen war. Solche möglichen Peinlichkeiten hatten ihn immer davon abgehalten, jemanden zu sich einzuladen, auch wenn er hätte sicher sein können, dass die Herzlichkeit seiner Mutter einiges beim Gast wieder wettgemacht hätte. Seine Mutter hatte er über alles geliebt. Doch seinen Vater machte er für unzählige Miseren und familiäre Probleme verantwortlich. Als er seine Eltern in Gedanken gegenüberstellte, erschrak er, denn ihm wurde bewusst, dass er, obwohl er seine Mutter vergötterte, im Wesen so viel mehr dem grantigen Vater glich. Gegen Remus' Freundlichkeit konnte er sich in der Realität schon nicht wehren, im Tagtraum hatte er es gar nicht erst versucht. Remus war immer ein unscheinbarer und ruhiger Junge gewesen, der einmal im Monat besonders kränklich ausgesehen hatte, das wusste Severus noch aus Kindertagen. Er hatte seiner Meinung nach nur mit den falschen Leuten umgangen. Genau wie er selbst, dachte Severus wehmütig. Albus hatte ihm einmal vorgeworfen, den einzig wahren Freund gegen eine Handvoll Heuchler eingetauscht zu haben. Harry war nach Albus der Erste gewesen, der in der neuen und daher ungewohnten Zeit des Friedens den Kontakt zu ihm gesucht hatte und mit seinen Vorhaben nicht locker ließ. Severus hatte gar keine Chance gehabt, gegen Harrys dezent hartnäckige Kontaktfreudigkeit Widerstand zu leisten, und als er Harry auch noch einen Kollegen nennen musste, blieb Severus nichts anderes übrig, als die Segel zu streichen. Er konnte sich noch gut an Harrys Forderung erinnern, die er als Bezahlung genannt hatte, als er mit dem Hund spazieren ging. Sein ehemaliger Plagegeist hatte lediglich verlangt, dass er versuchen sollte, nett zu sein. Damals hatte Severus fast 10 Jahre Zeit gehabt, sich psychisch auf Harrys Einschulung in Hogwarts vorzubereiten, und dennoch traf es ihn wie ein Schlag, als er zum ersten Mal mit eigenen Augen sehen musste, dass Harry so sehr seinem Vater glich. Doch die Augen waren ganz die von Lily. Es quälte ihn 6 Jahre lang, Tag ein, Tag aus, in diesem Jungen die ewige Vereinigung von James und Lily vor Augen zu haben, immerfort fühlen zu müssen, was er einst ein für allemal aus seinem Gemüt hatte verbannen wollen. Selbst die zerrissene Psyche konnte reichlich Seelenschmerz erleiden und deswegen hasste Severus Harry, denn der war mit den Erinnerungen, die er in ihm weckte, die Ursache dieser Qual.
Mit dem täglichen Andenken an seine vergangene Blume gab es keine Aussicht zu vergessen. Dabei hätte er so viel gegeben, um nur einen winzigen Schluck aus dem Lethe trinken zu dürfen. Im Tagtraum war jedoch nicht einmal Lillys Namen gefallen und Harrys Anblick hatte ihm keinen Stich ins Herzen versetzt. Der Junge war sein Freund gewesen. Alle drei hatten sich um Freundschaft bemüht. Seit Lily hatte er das nur in Albus gefunden. Severus beugte sich nach vorn, um die leere Schachtel des Tagtraums in die Hand zu nehmen. Der Hund ließ sich von der Bewegung nicht stören, auch nicht davon, dass Severus dessen Hinterpfote umfasste und geistig abwesend eine Zehe mit dem Daumen streichelte. Sich die Packung vor Augen haltend, las Severus unter dem Logo Überraschungstraum den erst jetzt sichtbaren Satz: Diese Überraschung beinhaltet den Kindheitstraum. Weil uns die Qualität der Produkte am Herzen liegt, bitten wir Sie, die Fragen im Deckel dieser Box zu beantworten. Severus klappte mit dem Zeigefinger den Deckel hoch, um die Schrift lesen zu können. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie mit den folgenden Aspekten voll und ganz zufrieden, nur zufrieden oder von ihnen enttäuscht waren. Gleich darunter befanden sich die Fragen: Bedienung der Box, Design, Preis-Leistungs-Verhältnis, Realitätsnähe und noch einige andere, die Severus weder zu lesen noch zu beantworten bereit war. Ein Stock tiefer kam Harry gerade schlaftrunken von der Toilette und steuerte das Bett an, um noch 3 Stunden Schlaf zu finden, als er aus der Wiege quengeln hörte. Dabei war ich doch extra leise, sagte er zu sich selbst, als er in die Wiege schaute. Nicholas war hellwach, fokussierte ihn mit großen blauen Augen und lächelte, was Harry unbewusst erwiderte. Vorsichtig nahm er den Jungen auf den Arm. Der kleine Kopf mit dem schwarzen Flaum kitzelte ihn an der Wange. Harry würde beschwören, dass es nichts Weicheres gab als die Haut eines Babys. Mit der Decke aus der Wiege umwickelte Harry den Kleinen, bevor er ins dunkle Wohnzimmer ging. Das Rascheln von Federn war zu hören. Nur Hedwig konnte man sehen, weil das Mondlicht auf sein weißes Gefieder fiel. Fawkes hingegen war ein sich bewegender Schatten im Zimmer. Das Baby im Arm wiegend ging er hinüber zum Fenster, um ein wenig hinauszusehen. Die vereinzelten Wolken zogen schnell über den Himmel, als hätten sie es eilig. Die Äste der blätterlosen Bäume wiegten sich im Wind. Er musste unweigerlich daran denken, wie oft er nachts im Schlafsaal der Gryffindors am Fenster gesessen hatte, nur weil ein schrecklicher Traum ihn aus dem Schlaf gerissen oder weil Voldemort ihm widerliche Visionen per Legalementik gezeigt hatte. Heutzutage wachte Harry entweder auf, wenn seine Blase sich des vielen Kürbissafts entledigen wollte, oder weil Nicholas das bereits hinter sich hatte und darauf lauthals eine neue Windel einforderte. In Malfoy Manor war Draco gerade dabei, Charles trocken zu legen. Fast jeden Tag, wenn seine schulischen Pflichten es zuließen, kam er nach dem Unterricht nach Hause, nur dann nicht, wenn er Nachhilfe gab oder er anderweitig eingebunden war. Susan hatte sich nie beschwert, mehrmals in der Nacht aufzustehen, um das Baby zu versorgen. Diesmal war Draco durch Zufall wach geworden und als er nach dem Rechten sah, da begann das Baby in seinem Bettchen zu wimmern. Die Windel war schnell und dank des von seiner Mutter erlernten Zauberspruchs gewechselt, sodass Draco ihn eine Weile auf seinem Arm hielt und ihn sanft schaukelte. Im Nu war der Junge wieder eingeschlafen, doch Draco legte ihn nicht zurück ins Kinderbett. Von dem Gefühl des leichten Gewichts auf seinen Armen und der Wärme, die von dem Baby ausstrahlte, konnte er sich schwer trennen. Ein Blick zum Bett verriet ihm, dass Susan fest schlief. Sie atmete genauso leise wie Charles, dessen Wange an Dracos Schlüsselbein ruhte. Von der Prophezeiung hatte er Susan natürlich erzählt. Gestern Abend erst erklärte sie ihm, sie hätte sich zuvor schlau machen müssen, dass er und Ginny ab dem Tag der Prophezeiung insgesamt 4 Wochen Zeit hätten, sie beim Ministerium zu melden. Man würde die Zeugen einladen und auch den Seher.
Die Erinnerung an die Prophezeiung würde man den Zeugen entnehmen, um sie sich im ministeriumseigenen Denkarium zu betrachten. Und erst dann würde man sich entscheiden, welche von ihnen am deutlichsten war, welche also gelagert werden würde. Die Typen von der Mysteriumsabteilung, hatte Susan ihm vor einigen Stunden gesagt, sind ein wenig seltsam, aber lass dich davon nicht abschrecken. Seltsam? Ja, seltsam. Die Bezeichnung sagte nicht gerade viel aus, weswegen Draco wissen wollte. Seltsam wie Luna? Daraufhin hatte er einen skeptischen Blick geerntet, bevor Susan ihn mit einem leichten Vorwurf korrigierte. Luna ist doch nicht seltsam. Während er Charles wiegte, erinnerte sich an den Rest des Gesprächs vom letzten Abend. Die Mitarbeiter, die die Prophezeiungen katalogisieren, deuten und verwalten, haben alle ein Ohnegleichen in Wahrsagen gehabt, hatte Susan erklärt. Dann sind sie alle wie Trelawney? Susans Lippen waren von einem breiten Grinsen eingenommen worden. Ich würde sagen, sie sind viel seltsamer. Geht das denn überhaupt? Draco schaute zu seinem Nachttisch hinüber. Dort lagen die Formulare, die er morgen mit in die Schule nehmen musste, damit auch Ginny eines ausfüllen konnte. Es würde eine Einladung zum Ministerium folgen, für die sie vom Unterricht befreit werden würden. Das schlafende Baby legte Draco zurück in das Bettchen neben der elterlichen Schlafstatt, bevor er zurück unter die Bettdecke von Susan kroch, sie von hinten umarmte und wieder einschlief. Hermine hingegen war zu dieser Nachtstunde noch sehr munter. Ich könnte sie umarmen, Corvinius. Der Heiler im Gemälde hatte ihr vorhin die Anrede mit dem Vornamen angeboten. Wenn ihre Überlegungen richtig sind, und das könnten sie durchaus sein, dann wäre das Problem gelöst. Sie kramte einige Unterlagen zusammen, um sich auf den Weg zu Severus zu machen, der jetzt bestimmt noch nicht schlief. Doch da klopfte es unerwartet. Bevor sie herein rufen konnte, wurde die Tür bereits stürmisch geöffnet. Der erste Blick auf ihren Tränkemeister verriet ihr, dass er sehr ungehalten zu sein schien. Warum das so war, rieb er ihr sofort unter die Nase. Er holte tief Luft und sprach angestrengt leise, sodass sein Flüsterton Ähnlichkeit mit dem Zischen einer gereizten Schlange hatte. Da will ich mir nur einen traumlosen Schlaf aus meinem persönlichen Vorräten holen. Und was muss ich sehen? Sie stutzte und zuckte mit den Schultern, sodass er sie erleuchtete. Es fehlen Basiliskenschuppen. Der Vorwurf benötigte einen Augenblick, bis Hermine ihn verarbeitet hatte und sich der Anschuldigung stellen wollte. Die wieder einmal ich genommen haben soll, oder was? Sprudelte es wütend aus ihr heraus. Nein, Severus, langsam reicht es. Immer wenn etwas fehlt, soll ich der Dieb sein. Summte er, was in seiner jetzigen Verfassung sehr bedrohlich wirkte. Das könnte eventuell daran liegen, seine Stimme wurde lauter, dass sie sich schon mehrmals aus meinen Vorräten bedient haben, als wäre es ein Zutatengeschäft. Corvinus zuckte in seinem Gemälde zusammen. Ein Geschäft wäre bestimmt besser sortiert, schoss sie zurück, und sie bereute es, so schnippisch gewesen zu sein, denn damit brachte sie ihn nur noch mehr auf die Palme. Wer sonst sollte sich Basiliskenschuppen nehmen wollen? Ich bin mir sicher, dass es in diesem Schloss nur eine Handvoll Menschen gibt, die überhaupt wissen, um was es sich dabei handelt. Harry war es, warf sie salopp ein. Ja, sicher. Er glaubte ihr nicht. Was sollte er damit bitte wollen? Seine Noten sprechen dagegen, sich mit solch ungewöhnlichen Komponenten freiwillig auseinandersetzen zu wollen. Aber vielleicht haben sie ja recht und er will sich für das nächste Quidditch-Spiel ein paar Knieschützer daraus basteln. Severus. Sie seufzte und versuchte, sich zu beruhigen. Harry hat die Schuppen genommen, um mit den Wassermenschen einen Handel abzuschließen. Sie bekommen sie zurück. Er muss nur in die Kammer gehen. Alles, was da unten vergammelt, gehört ihnen. Und es nimmt ihnen auch keiner weg.
Es war nicht ihre Absicht gewesen, ihn auf den Arm zu nehmen. Dass es ein Fehler gewesen war, machte er ihr auf der Stelle klar. Nicht wie sonst drohte er leise, sondern aus voller Kehle. Was fällt Ihnen ein, sich über mich lustig zu machen? Durch den Schlafmangel war Severus äußerst affektgeladen. Sie versuchte ihn milde zu stimmen, obwohl sie ahnte, dass es dafür längst zu spät war. Tun Sie mir einen Gefallen, Severus. Nehmen Sie Ihren Trank und gehen Sie schlafen. Wir reden morgen. Das könnte Ihnen so passen, fiel er ihr Gift und Galle spuckend ins Wort. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie mit Dingen experimentieren, die selbst für mich Neuland sind. Ich will auf der Stelle die Schuppen zurück. Dann wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als kopfüber in den See zu springen, weil die Wassermenschen sie haben. Auch sie hielt mit ihrer Lautstärke nun nicht mehr zurück. Corvinus hingegen gab keinen Mucks von sich. Severus' Blick fiel jetzt erst auf das Gemälde auf dem Sessel, dann auf die Unterlagen auf dem Tisch. Ihn beschlich das ungute Gefühl, sie könnte mit dem porträtierten Heiler über ihn und sein Problem geredet haben. Was tun Sie da überhaupt? Jetzt war Hermine wirklich wütend. Das fragen Sie? Ich schlage mir hier die Nacht um die Ohren, weil Sie mich darum gebeten haben, Ihre Berechnungen durchzusehen. Oder haben Sie das etwa schon vergessen? Das wäre nämlich schade, denn wir... Ein Zimmer weiter wälzte sich Remus im Bett hin und her. Von den erst dumpfen und dann immer lauter werdenden Stimmen war er aufgewacht. Verstehen konnte er kein Wort, aber er hörte, dass eine angemessene Zimmerlautstärke mit Füßen getreten wurde. Eine Weile hatte er gehofft, es würde sich von allein geben, aber mittlerweile war diese Hoffnung dahin. Hermine und wer auch immer hatten sich warm geredet, leisteten sich einen verbalen Schlagabtausch und das um. Remus drehte sich und nahm die Uhr vom Nachttisch, 5 Uhr morgens. Zum Aufstehen war ihm das zu früh, aber am Schlafen hinderte ihn die Streitigkeiten im Nebenzimmer. Düsig überlegte Remus, ob er nebenan für Ruhe sorgen oder lieber versuchen sollte, die lauten Stimmen zu ignorieren. Die Luft in Hermines Wohnzimmer war stetig dicker geworden. Sie hatte so schon den Kopf voll, aber sich jetzt auch noch mit einem aufgebrachten Severus befassen zu müssen, das war ihr zu viel. Warum sind Sie eigentlich hier, Severus? Nur um mir zu sagen, dass man Sie bestohlen hat? Ich habe es doch erklärt. Und ich glaube Ihnen nicht. Severus hatte sich selbst belogen. Er glaubte ihr, aber er befürchtete, sie würde sich momentan mit dem ewigen See befassen. Lassen Sie mich bitte weiterarbeiten, bat sie kraftlos. Sein Blick fiel auf das Gemälde. Was sucht der hier? Hermine schaute zum Sessel hinüber. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Corvinus Calicita und wir sind zusammen die Berechnungen für das Gegengift durchgegangen. Sind Sie das? Severus kniff arrogant die Augen zusammen, bevor er Corvinus anblickte. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Gerade mal ein Wort hatte Hermine herausbringen können, da unterbrach Severus sie. Habe ich das Wort an Sie gerichtet? Erneut den Herrn im Gemälde fixierend, trat Severus einige Schritte an ihn heran. Und? Was haben Sie erfahren? Corvinus schluckte aufgeregt. Seine Augen flackerten zwischen Hermine und dem Tränkemeister hin und her, bevor er sich zusammenriss und sagte: Wir haben. Severus' Augenbrauen schossen in die Höhe und seinem Gesichtsausdruck war die Frage zu entnehmen, ob das ein Scherz sein sollte. Trotzdem ihn der Tränkemeister einschüchterte, erklärte Corvinus weiter: Wir haben ihre. Eine Sprechblockade setzte ein. Corvinus' Lippen zuckten, seine Hände untermalten das noch nicht gesagte Wort und Severus hatte im Gegenteil zu Hermine keine Geduld für so etwas. Mit lapidarer Handbewegung winkte er Corvinus ab und richtete das Wort an Hermine. Was soll der Unfug? Warum befassen Sie sich mit einem fehlerhaften Gemälde? Das würde ja Stunden dauern!
Dass er mit seinen Worten einen Fehler begangen hatte, wurde ihm zuerst bewusst, als Hermine schockiert ihre Augen aufriss. Kurz darauf konnte er ihre Enttäuschung erkennen, gefolgt von einem Gesichtsausdruck, der ihm vor Augen hielt, mit seinem Verhalten bei ihr soeben Abscheu hervorgerufen zu haben. Seien Sie nicht so, Severus! Ihre Augen funkelten böse und zu seinem Erstaunen bleckte sie die Zähne. Man bekommt sonst den Eindruck, dass Sie erst vor kurzem beim Fleischer waren. Sie äffte seine Stimme nach. Ein Pfund Freundlichkeit, bitte. Wenn möglich, drehen Sie es durch den Fleischwolf. Seine Augenlider verengten sich zu schmalen Schlitzen, die jedem Erstklässler eine nasse Hose beschert hätten, doch sie ließ sich von seinem Gebaren nicht abschrecken. Mr. Kalidida ist mein Gast und ich werde nicht zulassen, dass Sie ihn auf diese Weise behandeln. Raus! Gehen Sie! Sie deutete demonstrativ auf die Tür, doch Severus bewegte sich nicht, sodass ihre nächsten Worte schon wesentlich energischer klangen. Das ist mein Zimmer! Ich sagte, raus! Um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen, bewarf sie ihm mit einem ihrer Kissen, die auf der Couch lagen. Er fing es noch in der Luft und grinste fies. Wie goldig! Jetzt werfen Sie mit Kissen! Blitzschnell zog sie ihren Zauberstab, weswegen er das Kissen fallen ließ und beide Hände in beschwichtigender Geste hob. Ich gehe, keine Sorge. Sie können weiterhin mit ihren Gemälde liebäugeln und mit so vielen Plüschkissen um sich werfen, wie sie es möchten. An der Tür angelangt, erschrak Severus unmerklich, denn kaum hatte er seine Hand auf die Türkauf gelegt, da klopfte es. Da er sowieso gehen wollte, öffnete er einfach und blickte in das müde und ungewohnt grimmige Gesicht seines Kollegen für die Pflege magischer Geschöpfe, der sogleich das Wort an beide richtete. Remus legte eine Hand auf sein Herz und sagte gezwungen freundlich: Ich bin der festen Überzeugung, dass, egal was ihr hier treibt, es auch leiser geht. Severus wollte gerade das Wort ergreifen, da verbat Remus ihm mit einem Fingerzeig den Mund. Um 5 Uhr in der Früh darf ich sicherlich Rücksicht von meinen Kollegen erwarten. Als Hermine bewusst wurde, dass sie mit ihrer Streitigkeit Remus geweckt hatte, hielt sie sich vor Scham eine Hand vor den Mund. Remus schloss die Augen und atmete einmal tief durch. Wenn sich das nächste Mal so eine hitzige Diskussion entfachen sollte, dann wäre ich wirklich außerordentlich dankbar. Remus blickte einmal zu Hermine hinüber, weil er damit auch sie meinte. Wenn einer von euch prophylaktisch an einen Stillezauber denken könnte. Remus rang sich ein Lächeln ab, aber das wirkte so gekünstelt, dass sogar Severus klar wurde, eben über die Stränge geschlagen zu haben. Danke, war das letzte Wort des neuen Lehrers, bevor er sich auf den Rückweg in sein Zimmer machte. Severus warf Hermine einen Schulterblick zu, bevor auch er hinaustrat. Auf dem Gang erblickte er nochmals Remus, der gerade an seiner Tür stand. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten, sagte Severus so verbissen, als hätte jemand die Worte mit einer Saftpresse aus ihm herausgequetscht. Remus nickte ihm einmal wohlwollend zu, bevor er in seinem Zimmer verschwand. Stumm saß Hermine in ihrem Zimmer und verfluchte die vorangegangene Situation. Ihr Herz schlug wie wild. Es war ihr unbegreiflich, warum Severus sie so angefahren hatte. Der Schlafmangel allein konnte nicht die Ursache sein. Auch nicht die Tatsache, dass er erst jetzt die fehlenden Schuppen bemerkt hatte. Morgen würde sie dafür Harry eine Abreibung verpassen, denn der hatte versichert, neue Schuppen aus der Kammer zu besorgen. Ich werde zu ihm gehen, sagte Hermine mit niedergeschlagener Stimme. Corvinus konnte ihre Motivation nicht verstehen, blickte sie daher irritiert an. Seien Sie ihm bitte nicht böse. Sie können mir glauben, dass er anderen Menschen schon viel übler zugesetzt hat. Ihnen auch? Wollte er wissen. Ganz besonders mir, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum ihm eine Laus über die Leber gelaufen ist. Er ist nicht immer so. Wenn Sie meinen, Hermine, ich kann ihn nicht leiden. Corvinus nahm einen Schluck von seinem Tee, doch als Hermine aufstand, da bat er: Würden Sie mich in Sicherheit bringen? Sie stutzte.
Wovor? Er deutete in eine Richtung und Hermine erkannte das Problem. Fellini. Er wetzte seine Krallen gerade an einem Sisal-Katzenbett. Ja, natürlich. Ich werde sie an die Wand hängen. Gesagt, getan. Corvinus fand sich über ihrem Kamin wieder und es schien, als hätte sein Gemälde schon immer dort gehangen. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.